Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem Video. Die Digitalisierung macht ja vielen Menschen Angst und es wird in letzter Zeit auch viel darüber diskutiert, welche Jobs werden eigentlich aufgrund dieser Veränderung ausfallen, welche Jobs gewinnen wir aber dazu. Und darüber möchte ich in diesem Video sprechen. Ich möchte euch einige Jobs zeigen, die aufgrund der Digitalisierung weiter bestehen werden bzw. neu erschaffen werden. Ich habe mir viele Meinungen von Experten eingeholt, ich habe auch einige Untersuchungen gelesen und natürlich erzähle ich auch aus der Erfahrung meiner Arbeit. Ich arbeite mit vielen Startups und Hightech-Unternehmen zusammen und sehe natürlich auch, wie sich die Jobwelt eigentlich verändert. Der allgemeine Trend geht ja dazu, dass alles in unserer Welt automatisiert wird. Ja, in fast jedem Berufsbereich. Gleichzeitig wissen wir aber, dass im Moment die Roboter oder die Maschinen, die die Menschen ersetzen, aber nicht in der Lage sind oder noch nicht in der Lage sind, das kreative Denken der Menschen zu übernehmen. Und das ist eben das, was auch wichtig ist, um zu verstehen, welche Jobs es in der Zukunft geben wird. Fangen wir mal mit dem ersten Bereich an. Der erste Bereich dreht sich um das Thema Medizin. Und das Thema Medizin ist wirklich sehr, sehr spannend. Denn auf der einen Seite ist die medizinische Forschung, entwickelt sich immer weiter. Und zum anderen ist es auch so, dass wir immer länger leben. Das heißt, zum Beispiel der Beruf der Pfleger wird in Zukunft eigentlich immer gefragter sein. Die Maschinen können es im Moment nicht ersetzen. Und das heißt, wir werden mehr Pfleger brauchen. Wir werden aber auch mehr Ärzte brauchen, Personal im medizinischen Bereich brauchen, die eben die technische Entwicklung der Medizin auch weiterführen können. Das heißt, alles, was mit der Medizintechnik zu tun hat, also nicht nur sozusagen in der Umsetzung, also Ärzte und Pfleger, sondern auch in der Forschung. Stichpunkt zum Beispiel Bioengineering. Das heißt, IT-Medizin wird eigentlich mehr Personal und mehr Menschen brauchen, als wir jetzt schon haben. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Bereich. Der nächste Bereich ist genau das, was ich schon am Anfang erwähnt habe. Es geht um Kreativität. Die Computer sind nicht in der Lage, kreativ zu denken, aber wir Menschen können das. Das heißt, sehr, sehr viele Jobs jetzt schon entstehen im Bereich Kreativität. Also Content Creation, alles was mit Inhalten zu tun hat, ob das jetzt auf Social Media ist, ob das jetzt für Firmen auf Social Media oder auf den Webseiten geht. Also alles was mit Design zu tun hat, alles was mit Videos zu tun hat, alles was mit Schreiben zu tun hat. Immer mehr Firmen haben verstanden, dass sie über Storytelling zum Beispiel ihre Produkte verkaufen können. Influencer wurden ja am Anfang belächelt. Heute machen die Firmen hauptsächlich über Influencer eigentlich Werbung. Also alles, was mit der kreativen Arbeit, ob das jetzt, wie gesagt, Design, Schreiben oder Videos zu tun hat, wird eigentlich in der Zukunft noch zunehmen. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Der nächste Bereich dreht sich um, ich würde mal sagen, Kundenbetreuung. Wenn Sie jetzt etwas kaufen möchten und es jetzt nicht irgendwas Kleines ist, ein Telefon, was man sowieso weiß, mehr oder weniger woran man ist, sondern es geht um ein Haus, es geht um eine Versicherung, es geht eben wirklich um wichtige Dinge im Leben, dann vertraut man immer noch lieber einem Menschen, der einen überzeugen kann, der einem genau erklären kann, worum es geht, der auch spürt, was der Mensch vielleicht braucht, was der Mensch nicht braucht. Und der ganze Bereich, also Sales, Verkauf, eben persönliche Betreuung von Kunden, der Bereich wird eigentlich eher wachsen in der Zukunft. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall mehr Jobs. Nächster Bereich ist wirklich wahnsinnig interessant. Es geht um Bildung. Auf der einen Seite sehen wir, dass gerade Bildung im Bereich Online extrem wächst. In Amerika boomt das ja total, aber auch in Europa steigt das Interesse.
immer mehr an Bildungsinhalten, die online sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man trotzdem immer noch von Menschen diesen Inhalt beigebracht bekommen möchte. Auch Lehrer im eigentlichen Sinne, also in den Schulen, werden nicht ersetzt werden, so wie es im Moment aussieht. Sowohl an Schulen wird der Bedarf an Lehrern eher wachsen. Es gibt immer mehr Bedarf nach Bildungsinhalten, die nach dem traditionellen Ausbildungsweg hinausgehen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall mehr Jobs. Nächster Bereich. Da gehe ich nur ganz kurz darauf ein. Also der Bereich zum Beispiel Jura. Anwälte wird es auf jeden Fall auch in naher Zukunft geben und es gibt auf jeden Fall Bedarf für Anwälte. Selbstverständlich, durch die Digitalisierung und durch den Fortschritt, den technischen Fortschritt, den wir haben, steigt natürlich auch die Nachfrage nach Entwicklern. Also Developer, Programmieren, die Technik, Produkte, Software, Hardware, egal was, entwickeln. Da wird auf jeden Fall die Nachfrage steigen nach solchen Jobs. Das heißt, da kann man sich auf jeden Fall in dem Bereich weiterbilden oder ausbilden lassen, auch online. Ja, dieser Bereich hat auf jeden Fall viel Zukunft. Wir haben ja schon über kreative Berufe gesprochen. Wenn wir aber Kreatives und das, was ich gerade erwähnt habe, mit der Entwicklung und Technik vereinen, dann kommen wir zum Beispiel zu zukünftigen Berufen wie Virtual Reality Designer. Das heißt, man kennt ja diese Virtual Reality Brillen und wenn man sie anzieht, dann ist man ja in einer anderen Welt. Was sie bisher nicht viele können, ist eben diese Realität, diese virtuelle Realität designen. Also wie ein Grafikdesigner, der eben ein Logo oder ein Bild designt, genauso braucht man Designer, die diese virtuelle Realität eben designen. Also ist ja in dieselbe Kategorie fällt auch zum Beispiel der Beruf Drohnenmanager. Ehrlich gesagt habe ich mich bisher mit Drohnen und Drohnentechnologien nicht wahnsinnig viel beschäftigt, aber es scheint so, dass es auf jeden Fall die ganze technische und auch zum Beispiel Logistik-Welt darauf hinausläuft, dass es immer mehr Drohnen geben wird. In Amerika will man ja sogar Essenslieferung mit Drohnen und Post mit Drohnen realisieren. Das heißt, Drohnenmanager werden auf jeden Fall gefragt sein in der Zukunft. Jetzt bleiben wir mal bei den technischen Berufen. Und zwar wissen wir ja alle, dass das autonome Fahren gerade weiterentwickelt wird. Und werden ja schon einige Projekte ausgetestet in diesem Bereich. Das heißt, auch in dem Bereich wird es immer mehr Bedarf geben an Spezialisten für autonomes Fahren. So, jetzt komme ich zu zwei Berufen, die eigentlich mehr oder weniger zusammenhängen. Das ist zum einen IoT-Architekt und einmal Cyber-Security-Experte. Es ist ja so, dass dadurch, dass wir immer mehr technische Geräte im Haus haben und auch Umfeld, diese Geräte alle mit dem Internet verbunden sind und dadurch auch eine erhöhte Hacking-Gefahr besteht. Damit beschäftigt sich der Bereich IoT und Cybersecurity. Ja, durch das Wachstum an technischen Geräten und technischen Geräten, die mit Internet verbunden sind, steigt natürlich auch die Gefahr. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in diesen Bereichen IoT und Cybersecurity werden wir auf jeden Fall mehr Spezialisten und mehr Jobs brauchen und haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über die Jobs der Zukunft.